Vor langer Zeit herrschten zwei Rassen die Erde, Menschen und Monster. Eines Tages jedoch brach ein Krieg zwischen den beiden Rassen aus. Nach einem langen Kampf erlangten die Menschen schließlich den Sieg. Sie versiegelten die Monster unter der Erde mit einem Zauberspruch. Zahlreiche Jahre später, Mount Abbott, 2010. Die Legende besagt, dass keiner vom Berg jemals zurückkehren würde. Und damit, hallo und so, willkommen zu Let's Play Undertale von Wee Andy, der nicht alleine hier ist, sondern 2010? Ich musste gerade im gesamten Intro dran denken, wie du dieses Datum ausgesprochen hast. Hallo Leute, willkommen zurück, ich bin der Yuma 258. Oh, Moment, das wollen wir nicht nochmal. So. Ihr kennt mich eventuell von einem anderen Projekt bis jetzt, vom Andy. Ja, das stimmt. Schon ganz früher. Es ist sehr lange her. Aber ich bin wieder da. Und ja. Ihr könnt alles auf mich schieben. Er spielt das Spiel dank meiner Empfehlung. Ja. Weil ich das unbedingt von ihm sehen wollte. Ich bin sehr lange vor diesem Spiel weggelaufen. Also, wenn man sich in der englischen YouTube-Gamer-Szene rumtreibt, kommt man nicht drum rum, irgendwas davon aufzuschnappen. Wir spielen Undertale, wie schon gesagt. Die deutsche Version, die Übersetzung von Chris Blue, die man da unten sieht, werde ich in der Beschreibung verlinken, falls das jemanden interessiert. Also, das wird hoffentlich jemanden interessieren, wer die Übersetzung gemacht hat. Denn das spielt natürlich eine große Rolle, damit wir das Let's Play richtig machen können. So. Immer noch 2010. Ich glaube, du bist der Erste, den ich kenne, der das Datum so vorgelesen hat. Irgendwie musste ich es aussprechen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, es klingt sogar richtig, aber es ist wirklich seltsam. Naja. Und ich saß jetzt in diesem Intro, denk mir nichts Böses, und da hat er dieses Datum ausgesprochen. Das gesamte Intro habe ich nur dran gedacht. Ob das jetzt richtig ist oder nicht. Das tut mir natürlich leid. Es ist okay, ich meine, ich weiß selber nicht momentan. Das okay. Ist aber ziemlich trivial, würde ich sagen. Ich versuche mir gerade die Steuerung kurz einzuprägen. Denn das ist nicht kompliziert. Also ja. Sollte gehen. Das einzige Problem ist halt, dass Z woanders ist, als die glauben, dass es ist, aber. Naja, wird schon gehen. So. Weiß nicht, ob Z und Y sogar nicht austauschbar ist. Na doch, scheint so. Y macht nichts. Benenne den gefallenen Menschen. Dann tun wir das mal. So, vorweg nochmal, das habe ich glaube ich noch nicht erwähnt. Ich kenne das Spiel quasi nicht. Ich habe so ungefähr die erste halbe Stunde in einem anderen Let's Play gesehen. Muss zugeben, dass es mich nicht so sehr interessiert hat in dem Moment. Und ich weiß auch sonst jetzt nicht so viel darüber, außer wie da halt das Kampfsystem, beziehungsweise nicht das Kampfsystem aussieht und so. Also überraschen wir uns einfach mal, was hier passiert. Ich kenne das Spiel in- und auswendig. Ja, das ist auch erwähnenswert. So. Ich werde versuchen, absolut nichts über das Spiel zu verraten. Ich werde nichts über das Spiel verraten. Aber was ich dazu noch hinzufügen muss, ist, dass ich die deutsche Übersetzung absolut nicht kenne. Und ich absolut keine Ahnung habe, wie das jetzt übersetzt alles klingen wird. Das heißt, die deutsche Übersetzung ist für beide blind. Das ist richtig. Und übrigens, was ich beim Testen schon festgestellt habe, was mir extrem gut gefällt, ist das hier. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Wow. Alter. Es verwirrt im ersten Moment so ein bisschen, ob das jetzt 2D-Treppen sind oder eben eine Draufsicht, aber das Spiel ist komplett in Draufsicht. Also ja. Vogelperspektive. Ist auf jeden Fall. Nennt man das Vogelperspektive? Ich glaube schon. Ich meine, du siehst den ja von der Seite, deinen Charakter, aber die Welt ist von oben quer. Es ist wirklich seltsam in 2D-Spielen wie diesen, also.
Ja, Okay, gut. so geht's auch. Alles klar. Gut, gehen wir einfach mal los. Wie gesagt, ich kenne so den Anfang, kann mich aber nicht an jedes Detail erinnern. Also schauen wir einfach mal. Blümchen. Den würde ich gern Okay. übersetzen, ja? Geht der Text automatisch? Nee. Oh, das ist gut. So, ich kenne den Text auf Englisch auswendig. Ich habe keine Ahnung, wie er auf Deutsch sein wird. Okay. Gut, ich brauche eine Stimme für die Blume. Hallöchen! Nee, oder? Das. Hallöchen! Gott, ich kann nicht solche grellen Stimmen. Das ist eine grelle Stimme, würde hier passen. Ah, mach einfach, was du meinst. Hallöchen! Ich bin Flowey! Flowey die Blume! Du bist neu hier im Untergrund, nicht wahr? Oh je, du musst wirklich verwirrt sein! Oh ja. Jemand muss dir beibringen, wie die Dinge hier laufen. Das bleibt dann wohl an mir hängen. Warum will mir eine Pflanze was vom Laufen erzählen? Bereit? Los geht's! Weil die Pflanze nett ist. Siehst du das Herz? Das ist deine Seele, die Manifestierung deiner Existenz. Ich glaube, dieser Text läuft aber automatisch. Kann mein Herz bewegen. Es scheint nicht so. Nein? Okay, gut. Deine Seele ist erst schwach, wird jedoch stärker, wenn du GT sammelst. Warum GT? Das wär's auf Okay. Englisch. LV, also. Ja, LV halt. Level. Ah, okay. Dann weiß ich auch nicht, was das sein soll. Es hat einen Grund, ja, aber es ist sehr seltsam übersetzt, weil. Okay. Für was GT steht? Für Güte, natürlich. Aha. In Englischen ist LV für Love. Aber Ah es ist halt ja. sehr ähnlich an Level. Deswegen haben Okay. die das so gemacht. Verstehe. Du willst doch auch Güte, oder nicht? Keine Sorge, ich teile sie mit dir. Okay. Blink! Hier unten wird Güte geteilt durch kleine weiße Freundlichkeitskugeln. Ja, so nenne ich die auch immer. Das sind vor allem keine Kugeln. Das stimmt. Bist du soweit? Laufe herum, sammle so viel ein, wie du kannst. Oh, ich bin so schlecht empfangen, verdammt. Hey Kumpel, du hast sie verpasst. Ja, glaub schon. Versuchen wir es noch einmal, okay? Ich mag weißes Zeug nicht so richtig, ne? Ist das ein Witz? Bist du hirntot? Lauf in die Geschosse! Ja, Freundlichkeitskugeln! okay, Moment, so energisch jetzt schon mal gar nicht, ne? Das, also, Du weißt, was hier vor sich geht, nicht wahr? ich weiß, dass ich eine sprechende Blume sehe und so ein bisschen da fragen muss, wo ich die letzte Zeit gewesen bin. Du wolltest mich nur leiden sehen. Boah. Okay. Steh ab! Heute nicht, vielleicht? Das sieht ein bisschen eng aus. Upp. Upp. Feuer wäre sehr effektiv. Das lernen wir aus Pokémon. Oh. Ich glaube, das wäre dann eine Rolle. Na gut. Sie ist weiblich. Okay. Was für eine elende Gestalt. Einfach ein unschuldiges Kind anzugreifen. Hab keine Angst, mein Kind. Ich bin Toriel, Hüterin der Ruinen. Ich komme hier jeden Tag vorbei, um zu sehen, ob jemand abstürzt. Du bist seit langer Zeit der erste Mensch, der hier ankommt. Komm mit, ich begleite dich durch die Katakomben. Die deutsche Übersetzung macht das so viel einfacher. Hier entlang, das stimmt allerdings. Ich frage mich, ob es für Cave Story auch sowas gibt, das würde mir helfen. Wenn's gut ist. Okay. Das Blumenblätter. Das sind, glaube ich, einfach nur Blätter, Bäume. Okay. Was Diesen ist. glänzenden, das glänzende Ding kannst du andrücken, ja. Ah, okay. Die Schatten der. Schatten, ja, Okay. genau, das lest lieber du. Du bist ja der Charakter. Die Schatten Das ist der besser. Ruinen überragen dich. Das erfüllt dich mit Geschlossenheit. AP vollständig geheilt. Okay. Spächen. Gut, warum nicht? Willkommen in deinem neuen Zuhause, mein Kind. Ich werde dich über die Ruinen genauer aufklären. Okay. Ruinen sind voller Rätsel. Antike Verkettungen aus Umwegen und Türschlüsseln. Du musst sie lösen, um dich von Raum zu Raum bewegen zu können. Verzeih mir meinen Sprachfehler. Bitte gewöhne dich an diese Umstände.
Gut, dass sie die Rätsel kennt und sie gerade eins gelöst hat. Ja. Hätte ich das irgendwie erkennen können, wie das zu lösen ist? Ja, geh mal an die... Es gibt da eine Tafel daneben. Links. Ja. Nur die Furchtlosen kommen weiter. Tapfere und Tollkühne gehen nicht den mittleren Weg. Ah, okay. Und ja, du siehst halt, die zwei Schalter sind halt auf dem Weg. Ah, ja, verstehe. Ja, und das ist halt Rätselslösung. Es gibt wirklich überall Lösungen zu jedem Rätsel hier. Okay. Angeblich, glaube ich. Um Fortschritte zu erzielen, musst du Schalter betätigen. Hab keine Angst, ich habe die passenden Schalter markiert. Ich sehe es übrigens sowas von kommen, die wird am Ende böse. Drücke Z, um Schilder zu lesen. Ey! Ja. Danke! Gut, bleib auf dem Pfad. Drückst du wirklich Z oder Y? Z. Also okay. Y geht nicht. Würde Y, also geht nicht, ja? Nee. Okay. Leider. Schade. Aber es ist auch nicht so, endlich die Hand zu schreiben. Keiner denkt an Deutschland. Ja, es ist echt traurig. Womit haben wir das verdient? Okay. Ja. Moment, habe ich gerade was gemacht? Ich habe nicht drauf geachtet. Der Schalter wurde umgelegt, ja. Okay, und dadurch hat sich die Brücke bewegt, oder wie war das? Ich glaube noch nicht, nee. Okay. Das ist ja noch ein Schalter. Ich glaube, das ist, ja, mach einfach. Die sind ja markiert. Und wenn ich jetzt nicht auf dem Weg bleibe und den Schalter drücke? Das, keine Ahnung. Was ist da was? Nein, nein, nein. Drücke bitte den anderen Schalter. Ich habe ihn sogar für dich markiert. Okay. Drücke bitte auch diesen Schalter. Toriel. Aufmerksam. Gut. Was? Wunderbar, ich bin stolz auf dich, mein Kind. Lass uns in den nächsten Raum gehen. Warum vertraue ich ihr so? Als Mensch im Untergrund werden dich manchmal Monster attackieren. Für solche Situationen musst du vorbereitet sein. Fürchte dich nicht. Es ist ganz einfach. Wenn dir ein Monster begegnet, startet ein Kampf. Wenn du in einem Kampf bist, dann plaudere einfach freundlich. Nach einiger Zeit wird sich der Konflikt dann lösen. Übe doch einfach an dieser Attrappe. No, Ziegenmutti zeigt dir den Weg. Ja, offenbar. Das ist so die Sache, die ich über das Spiel weiß, dass man eben nicht kämpfen muss, sondern auch reden kann. Tat. Kampf-Item-Gnade sieht so normal aus, aber Tat ist einfach so breit geschoben. Aber gut, okay. Ich glaube, es hätte anders wirklich nicht gehen können. So, das mache ich jetzt als. Einfach das, Gnade. Was dir Ziegenmutti gezeigt hat. Ja gut. Also gesagt hat. Also, dann müsste ich ja reden, aber... Ja, sehe ich hier nicht. Du kannst doch was tun. Reden ist eine Tat. Okay. Du gehst auf eine Treppe und hier gibt es halt immer Analyse und Reden. Analyse, ich würde dir empfehlen, immer eine Analyse jetzt zu starten, weil es gibt halt Informationen zu dem jeweiligen, ja. Also es kann mir buchstäblich nichts tun. Es hat null Angriff, das ist genau richtig. Hallo. Steht Gedanken verloren herum. Ich weiß nicht mal, ob du hast noch nicht mit dir gesprochen. Du hast ihn nur analysiert. Ja gut, dann machen wir es natürlich noch aus Freundlichkeit. Du sprichst mit der Attrappe. Sie scheint nichts für Plaudereien übrig zu haben. Toriel scheint zufrieden zu sein. Ich nicht, ich wollte ein Gespräch. Okay. Ah, sehr gut. Das hast du gut gemacht. Wie übersetzen sie dann EXP? Erfahrungspunkte? Das kommt ja nicht hin. Gucken. In diesem Raum gibt es auch ein Rätsel. Ich frage mich, ob du dahinter kommst. Random Encounter! Oh! Froggit greift an! Ja. Moment. Analyse. Okay, der könnte mir was tun. Das Leben für den ist wirklich hart. Und ja. Was? Sorry, hat ihn vertrieben. Okay. Der östliche Raum entspricht dem Entwurf des westlichen Raumes. Ah, okay. Ja. Dann musst du eben kurz gehen, mal zurück. Ja, das ist das Rätsel jedoch. Hier, nimm meine Hand für einen Augenblick. Ja, schade. Eigentlich ist es so wie ein Rätsel, wie ein normaler RPG, dass du halt zurückgehst und dann den Weg abcheckt, der auf dem Boden aufgemalt ist. Den hätte ich mir sogar merken können, ehrlich gesagt. Ja, doch Toriel sagt nö. Okay. Na gut. Die Rätsel sind ab jetzt einfach zu gefährlich. Du hast dich soweit gut geschlagen, mein Kind. Ich muss dich jedoch um etwas Schwieriges bitten. Ich möchte, dass du das Ende dieses Raumes alleine erreichst. Vergib mir bitte.
und die macht sich aus dem Staub. Und der wohl schlechteste Track im gesamten Spiel. Okay. Weil ja, keiner mag den Track. Kommt der öfter vor? Nein. Okay. Zum Glück. Ich meine, vielleicht findet sich irgendwo einer, der ihn mag. Und vielleicht irgendwann mal einen Remix von macht, aber... Sollte ich mich gerade gefordert fühlen? Nein. Okay. Säule. Warte. Da ist was Verdächtiges. Ah. Ich frage mich, ob du es findest. Hallo, Pfeiler. Okay. Grüße, mein Kind. Keine Sorge, ich habe dich nicht verlassen. Ich war die ganze Zeit hinter dieser Säule. Ach so. Ich danke für dein Vertrauen. Es gab einen guten Grund für diese Aufgabe. Ich wollte deine Selbstständigkeit testen. Ich muss meiner Arbeit nachgehen und dich eine Weile hier lassen. Bitte bleib hier. Es wäre gefährlich, alleine weiterzugehen. Ich habe eine Idee. Ich gebe dir ein Handy. Wenn du etwas brauchst, dann ruf einfach an, in Ordnung? Weil man im Untergrund auch so guten Empfang hat. Ja, offenbar. Also, das musst du denen schon lassen, die verstehen was mit Technik. Ja. Sei artig, ja? Es ist ein magisches Telefon. Okay. Ein magisches Handy. Gut, damit kann ich leben. Ah ja, Fun Fact, ich glaube, Alter und Geschlecht sind undefiniert, diesem Charakter. Ja. Bei Alter bin ich mir nicht sicher, aber Geschlecht auf jeden Fall. Also das habe ich auch gehört. Ich persönlich sehe darin Dora. Dora? Ich meine, ja. Okay, sofern man halt ein kleines Kind mit glatten Haar und pink-blauer Kleidung so identifizieren kann. Ja, und vielleicht. Diese Hautfarbe. Es ist wirklich ähnlich, das stelle ich mich da auf jeden Fall zu. Ja. Da fehlt nur noch der Affe. Stimmt. Okay, also das hier scheint das Menü zu sein. Ja. Handy. An den letzten beiden Optionen habe ich ehrlich gesagt nicht so viel Interesse. Wir können sie trotzdem mal durchgehen. Es lohnt okay. sich. Hier ist Toriel. Du wolltest einfach guten Tag sagen. In Ordnung. Tag. Ich hoffe, das genügt. Hihi. Okay. Du hast mich nicht so einfach los. Ich weiß nicht, ob das Tutorial der Fall ist, aber ich glaube... Nee, das ist noch nicht. Nein. Okay. Das kommt später. Nevermind, ich habe nichts gesagt. Yes, Toriel. Du möchtest mehr über mich erfahren? Nun, ich fürchte, da gibt es wirklich nicht viel zu sagen. Ich bin nur eine alberne Dame, die sich zu viele Sorgen macht. Und ich glaube, sie sagt auch was anderes. Ja, bitte? Deshalb legt sie auf. Ja, ich glaube, es gibt... Ah, nee. Ja, wenn du jetzt nochmal guten Tag drückst, dann müsste eigentlich nochmal was Neues kommen, glaube okay. ich. Oder? Hier ist Toriel. Du möchtest wieder guten Tag sagen. Grüße. Reicht das aus? Gehst mir auf die Nerven, weißt du das? Okay. Hier ist Toriel. Ist dir langweilig? Ich hätte dir ein Buch geben sollen. Entschuldige bitte. Warum nutzt du nicht deine Fantasie, um dich ein wenig abzulenken? Stell dir vor, du wärst ein Herrscher. Herrsche über den Laubhaufen. Mit eiserner Faust. Würdest du das für mich tun? Bitte? Und mich in Ruhe lassen? Die Mutti ist beschäftigt. Ja. Ich frage mich, womit? Gibt's. Hier ist Toriel. Hallo, mein Kind. Tut mir leid. Ich kann dir gerade nichts erzählen. Es freut mich aber dennoch, deine Stimme zu hören. Und ich glaube, das wird jetzt loopen. Wir können das nochmal testen, aber ich glaube, okay. das wird das gleiche sein. Mal gucken. Ja, scheint so. Ja. Okay. Na gut. Und jetzt kannst du lustig werden. Geh erstmal auf Flirten. Na gut, ja. Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich glaube, ich habe in dem Let's Play, das ich gesehen habe, die umgekehrte Reihenfolge gesehen. Also erst Mutter und dann Flirten. Mal gucken. Ich glaube, man kann sogar beides machen. Erstmal Mutter nennen und dann Flirten und dann wieder Mutter nennen. Ich glaube, das geht. Es ist auf jeden Fall beides nicht vereinbar, so richtig. Uch. Oh. Reizend. Ich könnte deine Wange kneifen. Du findest bestimmt etwas Besseres als eine alte Frau wie mich. Und ich glaube, jetzt nochmal flirten?
Ich glaube, ich habe gerade ihr Lachen unbewusst so hinbekommen, wie als würde es wie eine Ziege klingen. Das ist gut. Oh je, meinst du das wirklich ernst? Ich weiß nicht, ob das bedauernswert oder liebenswert ist. Gameplay-technisch ist das absolut übrigens kein Unterschied. Okay. Hier ist Toriel. Huch, hast du mich gerade Mutter genannt? Naja, ich nehme an, würde dich das glücklich stimmen? Wenn du mich Mutter nennst? Wie auch immer, nenne mich doch einfach, wie es dir gefällt. Das ist gefährlich. Okay. Seltsam, keine Interaktion, da war es nur umgekehrt so? Nie im Leben. Vielleicht. Es gab eine Interaktion. Also, ich glaube, ich habe die auch gesehen, die du meinst. Seltsam, da habe ich gerade was verwechselt. Aha, sie kann nicht genug von mir kriegen. Ich bin auf der richtigen Spur. Hallo, hier spricht Toriel. Du hast den Raum doch nicht verlassen, oder doch? Es gibt einige Rätsel, die ich dir noch erklären muss. Es wäre gefährlich, wenn du alleine weitergehst. Sei artig, ja? Wir sind übrigens jetzt schon bei 21 Minuten. Ja, das wollte ich gerade ansprechen. Wir werden natürlich artig sein, allerdings erst im nächsten Part. Und was dazwischen passiert, dafür wird es keine Zeugen geben. Also, fürs Erste bin ich Weandy. Ich bin der Yuma258. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Bis dahin, tschüss.